Die kleine Melina greift beim gesunden Frühstück gleich zum Gemüse. Gurke ist der Renner bei den 3- bis 6-Jährigen. Auch Melinas Bruder Laurin hat sich die als erstes geschnappt. Aber auch das selbstgemachte Müsli hat es ihm angetan. Die Kinder hauen rein. Bei vielen der Kinder sieht das Frühstück zu Hause ganz anders aus. Manche kommen sogar ganz ohne was im Bauch. Von daher ist das was ganz Besonderes, weil an dem Tag sind einfach alle Kinder gleich. Also das heißt, es muss kein Kind auf den Nachbarteller rüber linsen, was gibt's da zum Essen, sondern es sind einfach alle Kinder gleich, unabhängig davon, wie groß der Geldbeutel der Eltern vielleicht ist. Die Eltern sind dankbar für Unterstützung, auch Corinna Frauendienst, die Mutter von Laurin und Melina. Denn die meisten Familien hier in der Südstadt von Singen haben wenig Geld. Eine volle Obstschale. Corinna Frauendienst würde sie ihren Kindern gern öfter bieten können, sagt sie. Aber die Familie lebt von Hartz IV und sie muss auf den Preis achten. Ja, es ist halt nicht immer Angebot. Wenn es Angebot gibt, klar, dann kaufe ich es. Aber wenn es jetzt echt zu teuer ist, dann kauf ich es nicht. Oh, warte mal. Dass sie Melina und Laurin manches nicht bieten kann, darüber denkt Corinna Frauendienst oft nach. Das ist halt dann schon traurig. Wenn man überall sparen muss, Mama! Muss gucken. Okay, Mama. Ich werde sie eins machen. Umso dankbarer ist Corinna Frauendienst, dass ihre Melina und ihr Laurin im Kindergarten so gut aufgehoben sind und es dort viel Unterstützung für Kinder armer Eltern gibt. Hier in der Industriestadt Singen ist Armut ein großes Problem. Fast jedes fünfte Kind lebt in Armut, doppelt so viele wie im Rest von Baden-Württemberg. Der Migrantenanteil in der Bevölkerung ist hoch. Der Kinderarmut etwas entgegensetzen, das wollen die Menschen vom Verein Kinderchancen. Sie haben ein Netzwerk aufgebaut, zusammen mit der Stadt, Kindergärten und Schulen. Immer wieder berichten Erzieherinnen und Lehrer dem Verein, wie groß das Problem der Armut ist. Da ist ein Ausflug, steht an, bringt mal 2 Euro mit für jedes Kind. Und dann merken die, oh, wie zögerlich das überhaupt das Geld reinkommt und dann welche Ausreden dabei sind. Der Verein Kinderchancen will Teilhabe ermöglichen am kulturellen und sozialen Leben. Bildung als Seelenbildung. Letztendlich geht es darum, den Kindern eine Selbstsicherheit, ein Selbstvertrauen und auch den Glauben an sich selbst zu vermitteln, dass sie Bildungschancen, Zukunftschancen haben und das in die Familie reintragen. Im Kindergarten St. Nikolaus sind alle froh, dass dank des Engagements von Kinderchancen jede Woche Geld für das gesunde Frühstück da ist. Auch das Bildung, eine, die früh ansetzt und Kinder ein Leben lang prägen kann. Es hat jetzt schon Nachhaltigkeit. Die Kinder fordern Essen ein, wenn sie zum Beispiel mit ihren Eltern einkaufen gehen. Müsli war früher was ganz Fremdes. Die Kinder lieben das mittlerweile. Und wenn man da noch ein bisschen mehr rausholen könnte, dass wir das einfach noch öfter ausbauen könnten, dann wäre das ein riesengroßes Geschenk. Denn für Laurin, Melina und auch die anderen Kinder hier in Singen soll ein gesundes Frühstück mal das Normalste auf der Welt sein.